26. August 2017, InfoPro Vlog 1, aber Season 2 mit einem neuen Format. Weiter geht's mit der Arbeit. Fast alle Bundesländer haben wieder Normalzustand, bis auf, ich glaube, Bayern und Baden-Württemberg. Wir haben noch Ferien. Aber trotzdem, es war viel zu tun. Ich war vor einiger Zeit in München und da haben wir das Programm für die Steilvorlagenveranstaltung festgemacht. Und unter anderem habe ich auch wieder Stefan Holländer getroffen. Wir sind aber in München angekommen, sitzen jetzt hier noch zum Vorbesprechungscafé. Mhm. Heute werden wir relativ viel filmen mit Sabine Graumann und Tim Brauer. Und was machen wir noch, Stefan? Ja, dann sind noch einige offene Baustellen, die wir hoffentlich heute erledigen. Aber wir sind mit dem Programm sind wir durch. Mit dem Programm sollten wir durch sein, ja. Wir sind eigentlich schon mehr oder minder fast zufrieden. Fast zufrieden, ja. Also wenn jetzt noch ein Sponsor kommt, danach bin ich um einiges erleichtert. Wunderbar. Wir sehen das dann nach dem Meeting. Genau. Und den heutigen Vlog möchte ich mal dazu nutzen, ich sag mal, die Zuhörer oder Zuseherschaft mit einzubinden, so ein wenig in die, ich sag mal, Umsetzung und vielleicht auch auf die Inhalte dieser Steilvorlagenveranstaltung. Also dieser Vlog richtet sich jetzt im Grunde genommen an meine Informationskollegen, aber auch für die anderen, die jetzt hier mit dabei sind, ist das vielleicht mal ganz interessant zu sehen, was wir hier so machen. Ja, Steilvorlagen für den Unternehmenserfolg. Digitization, Redefining and Innovating New Business. Das ist der Titel der Veranstaltung und wir haben diverse Referenten und ich möchte jetzt hier so ein bisschen die Crowd nutzen, dass sie mitgestalten, was die Referenten berichten sollen. Das heißt, wir übernehmen jetzt gemeinsam so ein bisschen das Briefing und wollen mal genauer auf die einzelnen Referenten schauen. Fangen wir an mit der Keynote und die wird gehalten von Dr. Raphael Ball, Direktor der ETH Bibliothek Zürich, mit dem Titel Digitale Disruption braucht Zukunft nach Herkunft. Ja? Gehen wir auf das Thema Digitalisierung ein. Keynote, was soll Raphael Ball uns Information Professionals als Direktor einer Bibliothek berichten? Gibt es vielleicht Dinge, wo die Bibliothek weiter, die öffentlichen Bibliotheken weiter sind als die kommerziellen tätigen Information Professionals oder Informationszentren oder Researchzentren in den Unternehmen? Also da gibt es schon einige Ansätze. Gehen Sie mal in sich und überlegen Sie mal, was Raphael Ball bringen kann. Nach der Keynote folgen die Success Stories und den Start macht Birgit Bauer von Bauer Business Research aus Österreich mit dem Titel Alles digital, online recherchieren, kooperieren, publizieren, erfolgreich agieren als Information Professional. Danach folgt dann Dr. Silke Brohmann, Japan Consulting aus Wettenberg, per Digitalisierung ins Land der aufgehenden Sonne, Japan-Informationen als Geschäftsmodell. Und die letzte Success-Story ist dann Arne Krüger, geschäftsführender Gesellschafter der Moving Targets Consulting GmbH in Berlin mit dem Titel Patent mit Patenten umgehen, ein Startup der Informationsvermittlung auf Erfolgskurs. Steigen wir ins Briefing der Referenten ein, sprich der Success Stories. Und für mich als Information Professional stellt sich die Frage, was bedeutet für mich persönlich, privat, aber auch im Geschäft, Digitalisierung? Ja, und dazu gab es einen sehr interessanten Artikel in einer Beilage in der FAZ und da ging es um den Mittelstand und das Ganze wurde definiert in mehrere Sektoren. Einmal neue Kunden gewinnen, Mitarbeiter rekrutieren, effiziente Prozesse erarbeiten, Wachstum generieren und Innovationskraft schaffen. Und wenn wir uns diese Punkte mal so einzeln herauspicken, dann würde ich zum Beispiel die Frau Bauer fragen, wie gewinnen Sie neue Kunden, aber neue Kunden
im Rahmen der Digitalisierung. Spielt die Digitalisierung da eine Rolle oder läuft das Ganze immer noch analog ab im Rahmen der Akquise? Oder haben Sie entsprechende Tools oder Dienste, die Sie nutzen, um an neue Kunden zu kommen, die sich im Zeitalter der Digitalisierung bewegen, also Social Media etc.? Mitarbeiter rekrutieren, das wäre zum Beispiel so ein Punkt, das würde ich den Arne Krüger fragen. Arne Krüger, wie holst du dir neue kompetente Mitarbeiter im Patentbereich? Spielt da die Digitalisierung, sprich bestimmte Jobportale, bestimmte Kommunikationsformen, spielt das da eine Rolle? Effiziente Prozesse arbeiten. Das wäre zum Beispiel ein Punkt, den würde ich Frau Dr. Silke Brohmann mal fragen. Wie machen Sie die Kommunikation mit Japan? Immer noch analog per Telefon? Oder welche modernen neuen Digitalisierungstechnologien spielen da eine Rolle? Echtzeitkonferenzen, Skype etc. Das ist alles Digitalisierung. Wird interessant. Kann man abfragen. So, damit haben Sie so einen kleinen Fahrplan und ich würde mich jetzt sehr freuen, wenn ich von Ihnen über die entsprechenden Kanäle, wo wir das Video jetzt hier platzieren, ein Feedback bekomme. Was interessiert Sie als Außenstehenden, der vielleicht am 12. Oktober auf der Buchmesse nicht dabei sein kann? Was interessiert Sie von den Referenten? Schreiben Sie es. Kontaktdaten sind unten im Text zu lesen. Wenn nichts zu sehen ist, einfach an die info@infobroker.de. Und ich nehme das gerne mit auf ins Briefing. Und spätestens in der Podiumsdiskussion können wir auch Fragen entsprechend von Ihnen auch nochmal aufnehmen. Also nutzen Sie jetzt dieses Medium, diese Digitalisierungsform, um als Crowd, als Masse mit bei der Veranstaltung mitwirken zu können. Ich freue mich auf Sie, wenn Sie auf jeden Fall da sind, dann lernen wir uns persönlich kennen. Bis bald. Ton ist an. Okay. Ich sehe mich auch. Zug war voll. Genau. Zug war rappelvoll. Mehr als rappelvoll. Wunderbar. Mit den Schülerschaften bei uns.